Sie hören Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich den Angriff des Irans auf Israel, die Vergeltungsmaßnahmen und die möglichen Zusammenhänge mit der Ukraine beleuchten. Heute, am 19. April, auf dem Weg zur Podcastaufnahme, erreicht mich die Nachricht, dass Israel in der vergangenen Nacht offensichtlich gegen den Iran zurückgeschlagen hat. Dass die Tage davor die Ukraine erfolgreich einen russischen Flugplatz auf der besetzten Krim angegriffen hat und Kiew und weitere Regionen wieder russische Luftangriffe erdulden mussten, wird in der aufgeregten Berichterstattung über die Ereignisse im Nahen Osten kaum wahrgenommen. Aber gehen wir der Reihe nach durch die Informationen. Bei einem Luftangriff auf ein Nebengebäude der iranischen Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus am 1. April 2024 sind mehrere Iraner und Syrer getötet worden. Die iranischen Opfer waren laut iranischer Aussagen Angehörige der iranischen Revolutionsgarden, darunter auch zwei ranghohe Kommandeure der Al-Quds-Brigaden. Der iranische Botschafter selbst blieb unverletzt. Der Iran beschuldigt Israel des Angriffs, eine offizielle Erklärung Israels gibt es nicht. Bereits Ende Dezember wurde, ebenfalls bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff, ein ranghohes Mitglied der Revolutionsgarden in der syrischen Hauptstadt Damaskus getötet. Der Iran reagierte Mitte Januar dann mit massiven Raketenangriffen als Vergeltung auf Ziele in Syrien und im Irak. Die Raketen flogen damals ebenfalls weit über 1000 Kilometer, was als klarer Hinweis zu verstehen war, dass man auch Israel erreichen könne. Nun, am 13. April 2024 erreicht uns die Meldung, dass die maritimen Kräfte der iranischen Revolutionsgarden das Containerschiff MS Arias festgesetzt hätten. Veröffentlichte Videos zeigen den Einsatz von Kommandosoldaten, die sich von einem Hubschrauber auf das Deck des Schiffs abseilten. Das Schiff fährt unter portugiesischer Flagge für ein Unternehmen, das gemäß den staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA, Zitat, einem zionistischen Kapitalisten gehöre. Letzten Informationen zufolge geht es der Mannschaft des Schiffs gut und sie werden ordentlich behandelt. Das erinnert mich übrigens daran, dass die Besatzung der Galaxy Leader, die am 19. November 2023 von den Houthis gekapert wurde, ich berichtete in meinem Podcast Episode 49, noch immer vor der jemenitischen Küste festgehalten wird. Ich möchte aber kurz einmal eingehen darauf, was es mit sich hat, wenn man von iranischen Revolutionsgarden und der Al-Quds-Brigade spricht. Die Revolutionsgarde bildet zusammen mit der regulären Armee die Streitkräfte des Iran. Ursprünglich geschaffen, um einen Putsch der Armee zu verhindern, gilt sie als die wichtigste und mächtigste Institution der Islamischen Republik Iran. Die Revolutionsgarde hat eine Truppenstärke von in etwa 130.000 bis 200.000 Mann und betreibt eigenständige Truppenteile für Heer, Luftwaffe und Marine sowie Spezialeinheiten wie die Quds-Brigade und einen eigenen Geheimdienst. Die Al-Quds-Brigaden ist die Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarde und für exterritoriale Operationen vorgesehen. Das erklärt auch die Anwesenheit der hochrangigen Offiziere, die bei dem jüngsten Angriff in Damaskus in erster Linie getroffen wurden. Fachleuten zufolge koordinieren diese Offiziere in Syrien, im Libanon und im Irak die Zusammenarbeit mit pro-iranischen Milizen, wie auch zum Beispiel der libanesischen Hisbollah. Nun zurück zum laufenden Geschehen. In der Nacht vom 13. auf den 14. April erfolgte die erwartete Antwort des Iran auf die Tötung der iranischen Offiziere in Syrien mit einem bis dato beispiellosen Angriff auf Israel. 170 Drohnen, mehr als 30 Marschflugkörper und mehr als 120 ballistische Raketen wurden durch den Iran eingesetzt. Die zu überwindende Entfernung vom Iran nach Israel beträgt mehr als 1000 Kilometer, was insbesondere für Drohnen eine stundenlange Flugzeit und damit auch eine entsprechende Vorwarnzeit für die Angriffsziele bedeutet. So konnte auch wieder einmal die ganze Welt den Atem anhalten und vor dem Fernseher ausharren und auf die Live-Bilder von Tel Aviv und Jerusalem starren und warten, ob und wann die angekündigten Raketen einschlagen würden. Für den sensationshungrigen Leider, für die Angegriffenen, Gott sei Dank zum Vorteil, erreichte im Wesentlichen keine Rakete ihr Ziel.
Im Zusammenwirken zwischen US-amerikanischen, britischen, jordanischen und israelischen Luftabwehrsystemen, in Israel vor allem dem Iron Dome und dem System Arrow, wurde ein ebenfalls beispielloser Abwehrerfolg erzielt. Wie oft und in welcher Zeit sich so ein Erfolg allerdings wiederholen lässt, ohne dass die Verteidigungsmittel Israels erschöpft sind, unterliegt der derzeitigen Beurteilung. Der Iran stellte die Operation mit dem Titel Aufrichtiges Versprechen als Vergeltungsschlag für die Tötung hochrangiger Offiziere in Syrien dar. Dass jedoch dieser offensichtliche Misserfolg seitens des Iran, der durchaus auch Spott hervorgerufen hat, vom Iran selbst trotzdem als Erfolg dargestellt wird, lässt mich zuversichtlich sein, dass es zu keiner weiteren Eskalation zwischen dem Iran und der Atommacht Israel kommen wird. Es drängt mich allerdings hier anzumerken, dass die Ukraine von einer derartig erfolgreichen Wirkung zum Schutz ihrer Bevölkerung nur träumen kann. Sie verfügt nicht über diese effiziente und nachhaltige Unterstützung durch den Westen. Und da sind wir gleich bei einem Punkt, den ich ansprechen möchte, bevor ich auf weitere allfällige Vergeltungsmaßnahmen und andere Hintergründe zum Nahostkonflikt eingehe. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den kriegerischen Entwicklungen im Nahen Osten und in der Ukraine? Ich beantworte das für mich mit einem klaren Ja. Durch die derzeitigen Eskalationen, beginnend mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 oder dem die Wirtschaft massiv schädigenden Wirksamwerden der Houthi-Rebellen aus dem Jemen gegen die internationale Schifffahrt oder dem Raketenangriff des Iran auf Israel oder einem Gegenschlag Israels, werden Ressourcen Europas und Amerikas im Nahen Osten gebunden. Ressourcen, die der Ukraine nicht zugeführt werden können, womit ein möglicher und wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen den Ereignissen klar erkennbar wird. Nimmt man dann noch Venezuela, das sich die Region Essequibo aus dem Nachbarland Guyana wegen der dortigen Ölvorkommen allerdings natürlich gegen die Interessen der USA einverleiben will, und schauen wir noch Taiwan, das quasi täglich durch die chinesische Luftwaffe und Marine provoziert, jedoch von den USA unterstützt wird, wird klar, dass eigentlich die Supermacht USA herausgefordert ist. Und das ausgerechnet zu Zeiten, wo sich diese gerade im Wahlkampf befindet. Der wahrscheinliche Zusammenhang ist evident, wenn man berücksichtigt, dass alle diese Aktivitäten, beginnend mit dem Nichterreichen von russischen Kriegszielen und ausgerechnet jetzt zeitgleich explodieren. Die Aktivitäten führen zu einer Überdehnung und Überforderung des Kräfteeinsatzes des Westens und damit zu einer mangelnden Unterstützung der Ukraine. Hier möchte ich auch in Erinnerung rufen, dass der Iran Russland mit jenen Drohnen versorgt, die Russland auch gegen die Ukraine einsetzt. Oder dass Russland iranische Satelliten ins All transportiert. Und ich möchte an die Besuchsdiplomatie erinnern. Im Juli 2022, also nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine, trifft sich Staatspräsident Wladimir Putin mit dem obersten Religionsführer des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, in Teheran. Im Dezember 2023 reist der iranische Präsident Ibrahim Raisi nach Moskau. Jetzt im April 2024, nach dem iranischen Angriff, telefoniert Putin mit Raisi und mahnt nach offizieller Darstellung zur Zurückhaltung, weil die Spannungen im Nahen Osten zunehmen. Aber auch andere Gespräche finden statt, die ich hier beispielhaft erwähnen möchte. So fliegen führende Personen der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas im Mai, aber auch im September 2022, also auch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, nach Moskau zu Gesprächen. Im Oktober 2023, nach dem mörderischen Angriff der Hamas auf Israel, treffen sich Vertreter von Hamas und dem Iran zu Gesprächen in Moskau. Und Russland lud im Februar des heurigen Jahres palästinensische Organisationen einschließlich der islamistischen Hamas und dem extremistischen islamischen Dschihad für den 29. Februar zu einem Treffen in Moskau ein. Ziel sei es gewesen, den verschiedenen palästinensischen Fraktionen zu helfen, ihre Reihen politisch zu schließen. Nun, der also immer wieder und auch auf höchster Ebene stattfindende Austausch ermöglicht durchaus auch ein abgestimmtes und koordiniertes Vorgehen im politischen Umgang mit dem Nahostkonflikt. Aber zurück zum aktuellen Geschehen und schauen wir uns noch einige Themen in diesem Zusammenhang an. Es ist auffallend, dass der Angriff keine oder nur bedingt relevante Ziele getroffen hat. Obwohl angekündigt wurde, dass die zuerst gestarteten iranischen Drohnen die israelische Flugabwehr sättigen sollen, um dann für die Raketen freie Bahn zu haben, lässt sich dieses Vorgehen aufgrund der vorliegenden Berichterstattung nicht bestätigen.
Fast entsteht der Eindruck, dass der Iran auch in der Zielauswahl bemüht war, keine Eskalation zu bewirken. Es gab auch kein wesentliches koordiniertes Zusammenwirken mit Hisbollah und den Houthis. Der Iran hat auch nach Angaben seines Außenministers bei seiner Ankunft in New York anlässlich einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats den USA versichert, die Lage im Nahen Osten nicht weiter verschärfen zu wollen. Ein Wort noch zu dem militärischen Abwehrerfolg. Die Abwehr des Angriffs auf Israel erfolgt in einem eindrucksvollen Zusammenwirken zu einer kollektiven Verteidigung, für das es bisher kein Präzedenzfall bekannt ist. Die USA haben eine stille, aber nun effiziente Koalition gegen Bedrohungen aus dem Iran etwa unter Einbeziehung Saudi-Arabiens und Katars aufgebaut. Jordanien hat seinen Luftraum geöffnet, um Kampfflugzeugen einen Einsatz gegen die Flugkörper zu ermöglichen, und andere Länder haben zum Beispiel auch ihre Radardaten eingebracht. Im Zusammenwirken von Luftwaffe und Marine im Mittelmeer und im Roten Meer wurden zig iranische Drohnen und Raketen mit Ziel Israel abgefangen und zerstört. Hat Israel neben der Last der Abwehr des Angriffs durch diesen auch einen Nutzen? Nun, Israel ist wieder Opfer und das Geschehen im Gazastreifen rückt in der Berichterstattung wieder etwas zurück. Berichten zufolge sollen die USA die Pläne Israels, eine Operation in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens durchzuführen, akzeptiert haben. Dafür müsse Israel allerdings auf einen Großangriff auf den Iran verzichten. Diese Ausmachung haben US-Beamte allerdings inzwischen wieder dementiert. Die USA und Israel hätten die Pläne für Rafah seit mehreren Wochen diskutiert, so die Beamten. Die Vereinigten Staaten seien jedoch besorgt, dass eine Offensive zu zahlreichen zivilen Opfern führen würde. Nach dem Angriff auf Israel wächst die Sorge vor einem nuklear bewaffneten Iran. Ein nuklear bewaffneter Iran würde die Kräfteverhältnisse im Nahen Osten erheblich verändern. Vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen hat ein iranischer Kommandeur Andeutungen gemacht, dass das Land auch einen neuen Kurs beim Atomprogramm einschlagen könnte. Sollte Israel den Iran mit Angriffen auf iranische Atomanlagen drohen und das Land damit unter Druck setzen wollen, sei, ich zitiere, eine Überprüfung der nuklearen Doktrin und Politik der Islamischen Republik sowie ein Abgehen von alten Grundsätzen möglich und denkbar. Bisher hat die Irans Staatsführung immer betont, nicht nach Nuklearwaffen zu streben und das heimische Atomprogramm rein für zivile Zwecke zu nützen. Kritiker hatten in der Vergangenheit allerdings Zweifel an einer zivilen Nutzung von hochangereichertem Uran geäußert. Der Iran hatte sich 2015 in einem Abkommen verpflichtet, sein Atomprogramm stark einzuschränken. Im Gegenzug wurden Sanktionen aufgehoben. Der Pakt, der den Bau iranischer Atombomben verhindern sollte, wurde allerdings 2018 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump aufgekündigt. Er behauptete, dass der Iran heimlich weiter an der Atombombe bastle und wollte härtere Sanktionen verhängen und daher den Vertrag kündigen. Im Gegenzug baute Teheran nach der Vertragskündigung die Anreicherung von Uran stark aus und schränkte auch die Kontrollen der Internationalen Atomenergiebehörde stark ein. Allgemein wird diese Vorgangsweise als einer der größten Fehler der vergangenen Trump-Administration gesehen. Immer wieder hatten Experten davor gewarnt, dass der Westen durch eine Aufkündigung des Atomdeals nicht nur den Iran wieder zum direkten Gegner mache, sondern auch die ganze Region in eine massive Unsicherheit bringen könnte. Der ehemalige Mossad-Direktor Zohar Balti deutete jüngst einen Angriff auf iranische Atomanlagen an, was durchaus als Drohgebärde verstanden werden kann, wenngleich eine Nachhaltigkeit eines derartigen Angriffs auf die mehrfach vorhandenen Anlagen nicht garantiert ist, da relevante Anlagen nicht nur oberirdisch, sondern zum Teil auch tief unter der Erde und schwer zu zerstören sind. Sollte Israel also Irans Atomanlagen angreifen, würde das Teherans Fähigkeiten nicht zerstören. Die Gefahr einer radioaktiven Belastung durch das hochangereicherte Uran wird von Fachleuten als überschaubar definiert. Neben einem Angriff auf die Atomanlagen könnte Israel allerdings alternativ oder parallel einen Cyberangriff auf den Iran führen, auch wenn Israel selbst zunehmend aus dem Cyberraum angegriffen wird. Bereits im Dezember 2023 hatte der Iran Israel verdächtigt, hinter einem Cyberangriff zu stehen, der 2/3 aller Tankstellen des Irans lahmlegte. Zwischenzeitlich meldet das israelische Militär, einen Hisbollah-Kommandeur im Libanon mit einem Luftangriff getötet zu haben. Der ranghohe Führer der Hisbollah-Miliz stand im Verdacht, den Abschuss von Raketen auf Israel von der libanesischen Küste aus geplant zu haben.
die hier und da geäußerten Beschwörungen westlicher Friedenspolitiker doch von einem Gegenschlag Abstand zu nehmen, sind in der harten Realität des Krieges als wohlwollendes Placebo anzusehen, denn entscheidend wird wohl sein, ob Israel es als notwendig ansieht, die Fähigkeit des Irans zu weiteren Angriffen zu reduzieren. Immerhin anerkennt der Iran nicht, dass der Staat Israel ein Existenzrecht habe. Israel seinerseits versichert, dass es dem Iran zwar schaden will, aber keinen umfassenden Krieg auslösen möchte. So, und nun also die morgendliche Schlagzeile. Israel soll einen begrenzten Angriff gegen den Iran durchgeführt haben. Videos zeigen heftige Explosionen an Militärstützpunkten im Iran. Auch die Region mit Atomanlagen soll angegriffen worden sein. Der Iran habe mehrere Drohnen abgeschossen. Die USA habe sich nicht beteiligt. Aber auch eine andere interessante Schlagzeile möchte ich erwähnen, wie zum Beispiel Schwarzer Freitag an Tokios Börse. Die Angst vor einer Ausweitung des Nahostkonflikts und einer schlechten Vorlage der US-Börsen ließ den Nikkei-Index erstmals seit Februar abrutschen. Dass ein namentlich nicht genannter hoher US-Regierungsbeamter noch vor wenigen Stunden meinte, dass mit einem möglichen israelischen Gegenangriff auf den Iran nicht vor Ende des Monats zu rechnen sei und ein Gegenschlag vorher als unwahrscheinlich gelte, möchte ich jetzt nicht der absichtlichen Desinformation zuschreiben. Interessant übrigens, dass der Iran zuletzt durch die Wahl seines Angriffszeitpunkts an einem Sonntagmorgen den Börsen keine Chance gab, sofort zu reagieren. Zum Abschluss möchte ich aber nochmals auf die globalen Entwicklungen und Zusammenhänge hinweisen, die uns im Moment direkt von einer durch die USA beherrschten monopolaren Weltordnung zu einer multipolaren Weltordnung führen könnten, deren bessere Qualität allerdings noch nicht bewiesen ist. Heute Morgen unserer Zeit äußerte sich der CIA-Chef William Burns Richtung des nach wie vor die Ukraine-Hilfe blockierenden Kongresses sehr deutlich. Ohne US-Hilfe verliert die Ukraine bis Ende 2024. Tja, und meiner Meinung nach entscheidet sich die Zukunft Europas auf jeden Fall in der Ukraine. Und da gilt es dringend zu handeln. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.